Hallo liebe Gartenbaufreunde! Das ist jetzt ein Video, wo ich mehrere Sachen ansprechen möchte. Zum einen möchte ich am Ende des Videos die Halloween-Umfrage auflösen und euch auch das Ergebnis präsentieren. Und zum anderen tue ich das Gewinnspiel auflösen. Und es gibt einen Gewinner, der dieses Chili-Glas gewonnen hat. Alles am Ende des Videos. Und jetzt in diesem Video, jetzt kommen wir zum richtigen Thema. In diesem Video geht es um Standort der Pflanzen, spezifischer Lichtstandort der Pflanzen. Also, was bedeutet denn das bei der Pflegeanleitung? Ja, die Pflanze will einen hellen Standort und die andere will einen halbschattigen Standort und die anderen wollen einen sonnigen Standort. Genau darum geht es in diesem Video. Ja, dann fangen wir einfach an. Ihr kennt es mit Sicherheit, auch in meinen Pflegeanleitungen und Pflanzporträts wird oft gesagt, ja, die Pflanze will einen vollsonnigen Standort, die will einen halbschattigen Standort. Was bedeutet denn das eigentlich? Fangen wir einfach mal mit dem vollsonnigen oder sonnigen Standort ab. Das ist meistens halt ein Platz an einem Südfenster, wo es gerade so mittags so, ja, so vom 11 bis 2 volle Sonne gibt, deswegen sonniger Standort. Und aber vollsonnige Standorte bzw. sonnige Standorte bedeuten aber auch zum Beispiel an der Terrasse, wenn es einfach knallt so mittags und die Pflanze wirklich Sonne auch ausgesetzt ist. Bei einem sonnigen Standort muss man wirklich darauf achten, dass man die Pflanze so ein bisschen dran gewöhnt, weil wenn man von 0 auf 100 in die volle Sonne reingeht, dann bekommen Pflanzen gerne mal Sonnenbrand, wie wir Menschen auch. Das ist, wird dann nicht so schön rot wie beim Menschen, sondern einfach weißlich und man sieht es ihnen an, dass sie einfach gelitten haben. Also passt mir auf bei einem sonnigen Standort. Jojo, das ist nicht so einfach. Und wirklich, manche Pflanzen sind auch wirklich empfindlich, was so Sonne angeht. Die leiden recht schnell an Sonnenbrand. Ja. So, dann machen wir einfach mit einem hellen Standort weiter. Ein heller Standort bedeutet oftmals, dass die Pflanze direkt am Fenster steht, wo es halt gerade so tagsüber sehr hell ist. Also ein heller Standort eben, ohne direkte Sonne. Und das Drucks oder das Gute ist, dass ganz viele Pflanzen einen hellen Standort brauchen. Also gerade bei einem hellen Standort kann man gar nicht viel falsch machen. Helle Standorte werden eigentlich an jedem Fenster erzielt. Ob jetzt an einem Westseitenfenster oder Ostseitenfenster oder Nordseitenfenster auch. Wenn die Pflanze direkt am Fenster steht, gilt eigentlich der Standort als hell. Das ist jetzt nicht meine Meinung, aber oftmals wird von einem halbschattigen Standort gesprochen, wenn die Pflanze direkt an einem Nordseitenfenster steht, da also nie Sonne hinkommt und nie wirklich ein Sonnenstrahl hinkommt letztendlich. Und das wird oftmals als halbschattiger Standort bezeichnet. Ich wiederum würde einfach sagen, wenn die Pflanze an einem Fenster direkt steht, dann ist es dennoch ein heller Standort. Meine Definition eines halbschattigen Standorts ist einfach, wenn man einen Meter vom Fenster in den Raum geht, dann verliert man ungefähr 50% des Lichts. 50%. Und dann gilt meiner Meinung nach bis einen Meter in den Raum das Licht einfach nur noch als halbschattig und da können dann diese ganzen Pflanzen, die einen halbschattigen Standort brauchen, ganz gut gedeihen. Und zu guter Letzt gibt es noch den schattigen Standort. Das ist alles mehr als einen Meter in den Raum. Da wird es halt einfach ziemlich duster. Also unser Auge sieht ja Licht anders wie Pflanzen. Unsere Pupillen tun sich ja der Lichtstärke auch anpassen, deswegen sehen wir ja meistens gut. Eine Pflanze hat jetzt keine Pupillen, überraschend. Und für die ist es halt einfach, wenn man mehr als einen Meter in den Raum geht, dann ist es einfach schattig. Und die Pflanzen leiden meistens drunter. Ein schattiger Standort bietet dann nicht so viel Licht. Komischerweise, ja, Captain Obvious, you're in the house. Ja, ein schattiger Standort bietet halt einfach nicht so viel Licht.
Jo, und im Prinzip hätte ich euch alle Standorte von den Lichtverhältnissen her vorgetragen. Und jetzt kommen wir noch zu den ganz anderen Auflösungssachen. Einfach die Umfrage zum Halloween-Special. 50% der Leute, also 50% von euch, haben sich die Blutblume gewünscht. Ein wirklich spannendes Thema. Ja, ich habe meine Ideen. Das wird ziemlich cool. Freue mich direkt drauf. Ich kann nur sagen, Revival of the Vampire. Es wird ziemlich nett. Und dann kommen wir noch zur Auflösung des Gewinnspiels. Dieses Glas Chili gewonnen hat Philco. Wenn du das Video siehst, ich schreibe dir jetzt im Anschluss, wenn das Video hochgeladen ist, eine Nachricht bei YouTube. Und ja, da frage ich natürlich nach deiner Adresse, um es dir halt zu schicken. Die Adresse wird keinesfalls weitergegeben. Du erhältst dann halt dieses wunderbare Glas Chilis mit wirklich sehr scharfen, wirklich wunderbar aromatischen Chilis. Herzlichen Glückwunsch, Philco. Ja, so heißt du. Ja, super. Hätte man das auch abgehakt. Damit sind wir am Ende des Videos angelangt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer könnt ihr hier auf die letzten beiden Videos klicken. Da kommt ihr direkt hin und dann könnt ihr die euch auch noch anschauen. Ja, hat einfach Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns nächste Woche. Habt bis dahin eine wunderschöne Zeit. Vielen, vielen Dank. Bis dahin. Tschaußen.